Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oh, Craten Attack. Ja, Dark Souls 2 mit mir, dem Nico. Und ja, ich habe mir ein bisschen schlau gemacht im Internet. Wir haben actually, soweit ich jetzt bemerkt habe, an sich keine Estus Flask übersehen, die man so ohne weiteres Magic Maze und Titan Edge hat, die man so ohne weiteres kriegen kann, außer es gibt zwei, glaube ich, waren das, die können wir, die könnten wir durchs durch, wie heißt das noch, durch hier Fragrant Branch of Yore. Da stehen eine Petrified Set hier vor jeweils. Damit könnten wir insgesamt zwei Attacking. Was Attacking? Okay, da ist doch gar nichts. Da könnten wir insgesamt zwei. Es ist fast Charts bekommen. Halt, ah, den will ich halt nicht dafür benutzen, einen, den wir da noch haben, weil wir den eigentlich wohl noch brauchen. Shotbow. Ah ja, das also. So, dann haben wir hier Flame Butterfly, zwei Stück. Den können wir töten. Den auch. Uns heilen. Und weiter geht's. So, da vorne ist wieder so ein Necromancer. Der hier diese die Bälle abschießt und hier wird es ein bisschen lauter. Also solange Necromancer am Leben ist, können die Skelette nicht sterben. Beziehungsweise nicht richtig, dann stehen sie nach einer Zeit immer wieder auf. Bleiben dann auf dem Boden halt liegen, bis der Necromancer sie wieder beschwört, aber richtig tot sind sie nie, solange er lebt. Deshalb ist auch die einzige Möglichkeit, die zu töten, den Necromancer zu töten. Nice haben die. Boah, Titanite Chunk. Das ist nice. Es ist das Chat, genau. Hier kriegen wir nämlich auch noch eine. So, hier haben wir einen kleinen Shortcut freigeschaltet. So, dann ist da noch ein Item, das möchte ich mir eben holen. Ein FFG Lacerating Arrow und Prism Stone. Selber mal gucken. Hier ist das ein bisschen laut, deshalb kann sein, dass man mich eventuell schlecht versteht. Lacerating Arrows. Und das jetzt? Blood Damage. Oh, cool. So, mit das auf. Da war der Necromancer drin. Da wird das so laut. Ein bisschen bei dem Wasserfall da. Ah, oh, ist ja grausam. Okay, ich habe noch 5 SSS-Cards. Eigentlich kann ich es auch so machen. Ja. Machen wir das mal. Muss ich nichts so gehen. Ach, 5 SSS auf Level. Plus 2 auch noch jetzt.
Ja, und hier ist halt wieder ein Forkgate. Forkgate heißt dann auch hier wieder was? Ich glaube, ich möchte ganz gerne die Keys ausrüsten. Haben wir noch viel Wasser? Haben wir, sehr schön. Ah, und zwar ist da was, die Skeleton Lords. Aber damit nicht genug. Sobald man einen getötet hat, spawnen überall Skelette. Deswegen auch die große Waffe und so weiter. Dass ich sowas machen kann. Und hier ist definitiv nicht Offense die beste Defense. Wir müssen vor allem vor die Bohnen, von den Bohnen jetzt. Absoluten Hassgegner aus Dark Souls 1, weil sie so unglaublich viel Schaden machen können. An sich kein schwerer Boss, wie man sieht. Wenn man zumindest mit der großen Nummer halt klarkommen kann. Was besiegt. Deshalb halt die große Waffe. Skeleton Lord Soul. Denn mit der haben wir. Was ist das hier? Das Equipment Load. Und Zen Poys. Ist ja eigentlich, ne? Hier, 50, 10, 9, 8. Das bringt halt 50 Poise, das ist eine Menge. Man hat ja bemerkt, dass es relativ lange mal gedauert hat, oder dass ich, wenn die mich mal getroffen haben, nicht sofort zurückgeschreckt bin, und das kann halt einfach von den Poise. Ich finde das, das ist der Kampf echt nicht so einfach. Das macht den Kampf echt um einiges einfacher. So, dann haben wir hier nochmal ein Lever. Also so langsam ist man gar nicht. Aber ich möchte jetzt trotzdem erstmal wieder die hier haben. Also in Dark Souls 21 den Unterschied zwischen dieser richtig schweren Rolle und dem Medium Roll. Auch von der Schnelligkeit an sich her. Oh, endlich ist das wieder leise. Von der Schnelligkeit an sich her mega ein Unterschied. So, be wary of ladder, ja. Wow. Wir sind so schon im Harvest Valley. Aha. Das ist ein Spawnfair. Wo ging's denn dann? Muss ich dann da lang, wa? Ist es denn clever, erst Harvest Valley zu machen oder erst da lang? Das ist jetzt die Frage.
Moment. So, muss ich auch mal kurz was nachgucken. Gut, das habe ich jetzt nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Genau, das habe ich nämlich. Ja, also jetzt danach kommt das hier. Aha. Von Huntman's Copes. Da war ich doch gerade. Da ging's zu Harvest Valley. Wo muss ich denn dann lang? Ja, jetzt weiß ich auch gerade wieder. Also ja, hier gibt es auf jeden Fall einen anderen Weg. Fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Muss ich denn dafür nochmal lang? Ja, genau, das war da unten lang. Ich wieder darauf achten, dass ich auf einmal von hinten angreifen mit der Typ gerade. Genau, ich konnte ja auch noch mal hier lang. Fällt mir jetzt auch gerade ein. Ja genau, und hier sind halt diese Gegner, die ich von meinte, von denen wir noch ein paar sehen werden, die jetzt nicht gerade einfach sind. Die haben eigentlich auch relativ viel Preuß, aber das da gerade oder so. Was ich gekriegt habe, wundert er mich schon ein bisschen. Genau, ich habe ja die Ambrose gepackt, ne? Also, warum wird die denn? Da. Oh, komm, noch ein Gegner. Small Orange Blur. Komm. Jetzt. So, dann. Hier lang. Dann kommt der Dude hier angelaufen. Man kann hier aber auch backsteppen, soweit ich weiß. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Hier ist ein Skelett. Notch durch. Stimmt, ja, hier gibt es noch Schwip halt mit einer und natürlich mit ausgelegten Whips sind immer auf Dexterity. So, jetzt kommt die Stelle. Sehr schön. Hier am besten möglichst langsam gehen. Ansonsten kann es sehr schnell sein, dass da zwei von denen auf euch kommen und das möchte man wirklich nicht. Und zwei von denen gleichzeitig kämpfen ist eklig. So, jetzt kann er hier runter. Die mit der Peitsche sind eigentlich noch relativ harmlos. Wenn es darum geht, die zu backstabben, vor allem sind sie echt relativ einfach fast schon. Okay, da kommt schon einer runter. Das ist ja noch besser.
Aber hier muss dann halt wirklich langsam vorgehen, weil die ansonsten... Genau, und da oben versteckt sich auch einer. Wir so versuchen zu treffen, jawohl. Doch, da wieder. Schön, bei dem muss er wirklich einen nach dem anderen, ansonsten verprügeln. Ich bin das allererste Mal, ich bin da so hin, ne, hab die da oben gleich da auf, nach oben geachtet. Hat auf einmal drei von denen gegen mich, nachdem ich schon mit einem riesige Probleme hatte. Die hat mich so kaputt geprügelt. Na, komm runter. Ach Mensch. Ist das dann drin, dass ich dich angreifen muss? So, genau. Richtig, hier ist nämlich noch so. Oh. Ich kann ja auch wirklich gerade einfach von hier oben. Forest Lockstone und Token of Fidelity. Was ist denn ein Token of Fidelity? Da. Proof of helping another world's master. Okay. Zustimmt für irgendeinen Covenant. So, vermute ich jetzt mal so. So, dann gehen wir mal wieder hier lang. Kann ich nicht auch hier wieder hoch oder so? Naja, schade. Nämlich hier wieder ganz lang und alles, da habe ich eigentlich keine Lust zu. Lass mal den weg. Ach, wo ist denn hier noch einer? Das war das Rad der ganz oben. Das kann auch so sein. Nö, das Fifi spawnt auch. Nicht wieder vergiftet werden. Leute, kann man in den Tüchern können wir voll Large Titanite Shards haben. Weil der die jedes Mal droppt. Ist ja mega geil. Ist ja wirklich richtig cool. So, das war der Twilight Herb. So. Und hier wieder rein. Wir müssen blöd, dass wir jetzt hier den ganzen Weg neu laufen müssen. Gut, das aber ein First Lockstone gekriegt. Kann ich sogar noch ganz gut leben. So, den besiegt. Lauf ich jetzt einfach mal so durch.
So, sie sind tot. So, dann laufe ich hier lang. Hier lang, hier kommt einer runtergesprungen. Ich meinte nicht den, ich meinte eigentlich den hier. So, können wir da auch gleich wieder schön den Weg laufen. Hier hoch. Na, das ist halt hier direkt. Aber so kann man hier so schnell hin, dass von denen einen gar keiner bemerkt. Sehr schön. Warte mal, das jetzt einfach mal liegen und vielleicht kann das wieder auch zu laufen. So. Dann sind wir dann auch mal wieder da. Genau. Hier ging es auch da weiter. Ich meine, irgendwie habe ich diesen Part hier vermisst, weil den habe ich so lange dran gesessen beim ersten Mal. Ja, beim ersten Mal bis hierhin hinspielen und sowas. Ne, so. Alter, das ist ja wirklich ein Unbat Dead Purgatory. Ja, und hier haben wir auch nochmal einen komischen NPC. Gut. Ganz schön großen Schwert. Ich glaube, das ist das selbe Schwert, was wir auch haben. Der hat auch halt. Nein! Ah, jetzt muss ich dann nochmal durch. Ach ja, ihn gab's ja auch noch. Er hat halt eben so extrem viel Poise. Stimmt, der hat ganz vergessen, dass der so stark war. Naja Leute, auf jeden Fall, ich hoffe euch die Folge gefallen. Ich schaue auch zur nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 2 wieder ein. Bis dann und haut rein.